Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. Natürlich bin ich ein Gespenst. Huibu, musst du mich immer unterbrechen? Willkommen in meinem Schloss. Ich bin König Ju. Hey, das ist nicht dein Schloss. Ja, ich bin König. Das ist mein Schloss, Fleischsack. Ich bin. Nun, wo waren wir? Ach ja. Huibu ist ein Gespenst. Aber das war nicht immer so. Noch vor 500 Jahren ritt er als Ritter Balduin durch die grünen Auen Luxensteins und erlebte viele Abenteuer. Seine Abende verbrachte er des Öfteren auf Schloss Burgeck bei einem gemütlichen Kartenspiel, was ja im Grunde nicht schändlich gewesen wäre. Wenn ihn nicht der Übermut gepackt hätte. In einer gewitterumtosten Nacht des Jahres 1399 spielte er mit den finsteren Rittern Ottokar und Adula. Dabei schummelte und betrog er so heftig, dass er erwischt wurde. Wütend verfluchte Ritter Adula ihn. Balduin wurde vom Blitz getroffen und zerfiel zu Staub. Doch er kehrte zurück. Und zwar als Schlossgespenst Huibu. Mit seinem jammervollen Heulen jagte er Adula einen solchen Schrecken ein, dass dieser rücklings aus dem Burgfenster stürzte. Huibu jedoch spukte fortan jede Nacht zur Geisterstunde als das gruseligste Grauen von Schloss Burgeck. Und das bis heute. Nun gibt es keine Ritter- und Pokerabende mehr. Huibu muss das Schloss mit einem einzigen Sterblichen teilen. Seinem Vertrauten, dem alten Kastellan. Bis zu jenem Tag, als unerwartet der rechtmäßige Thronfolger vor den Toren von Schloss Burgeck steht. König Julius der 111. Oder einfach nur 111, wie ihn seine Freunde nennen. Er ist ein netter Kerl, der sein Herz leider der falschen Frau geschenkt hat. Gräfin Leonora zu Etepetete ist eine gemeine, hinterlistige Schlange, die nur eines im Sinn hat, Königin zu werden und die Herrschaft über Schloss Burgeck an sich zu reißen. Nach ihrem Wunsch beordert Julius einen Top-Handwerker auf Schloss Burgeck, der sich überall ausbreitet, um das alte Gemäuer in einen Palast zu verwandeln. Huibu lässt sich das natürlich nicht bieten und beginnt gar fürchterlich zu spuken, um die Handwerker zu vertreiben. Als die Gräfin dies bemerkt, heuert sie zwei Geisterjäger an, die Huibu mit ihren Geisterkanonen fangen und vom Schloss verbannen sollen. Huibu jedoch bleibt hartnäckig und spukt so, wie er seit 500 Jahren nicht gespukt hat. Ob es ihm wohl gelingen wird, der Gräfin Einhalt zu geben? Einbrechen? Halt? Oh, denn halten. Ganz und gar nicht halten, sondern hinfortspuken. Diese Sterblichen sollen aus meinem Schloss verschwinden. Ein für alle Mal. Es ist gleich Mitternacht und die Turmuhr schlägt zur Geisterstunde. Ich darf keine Zeit verlieren. Diese niederträchtige Gräfin und ihre arbeitswütigen Handwerker müssen vertrieben werden. Und die Geisterjäger jagen mir schon mal gar keine Angst ein. So wahr ich Huibu, das Schlossgespenst bin. Hui!